fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hey Leute, heute geht's um jemanden, der eine ganz schön große Klappe hat. Was? Nee, nicht um mich. Wie kommt er denn darauf? Um den Pelikan natürlich. Der braucht seinen großen Schnabel allerdings auch, weil er damit eine ganz schön große Menge Fisch fangen muss. Für euch gibt's die ersten Infos. Pelikane gehören zu den größten Wasservögeln der Erde. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Arten. Die kleinste davon ist der Braunpelikan. Aber was heißt schon klein? Er hat eine Flügelspannweite von 2 Metern. Was sofort ins Auge sticht, der lange Schnabel. Bei manchen Pelikanen ist er bis zu 1,5 Meter lang. Als Kescher ist er beim Fischen sehr praktisch. Besonders spektakulär sieht das Stoßtauchen aus. Aus der Luft stürzen sich die Vögel ins Meer. So fischt der Pelikan. Pelikane sind tolle Flieger. Sie schaffen Spitzengeschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometer. 500 Kilometer am Tag. Eine Strecke von Frankfurt nach Hamburg? Kein Problem. Und sie können bis zu 3000 Meter hochfliegen. Die Mangrovenwälder an den Meeresküsten sind ihr natürlicher Lebensraum. Hier versammeln sich die Vögel in geselligen Gruppen. Die Bäume teilen sie sich mit anderen Wasservögeln wie den Kormoranen und Reihern. Hier seht ihr die 3 im Vergleich. Die braunen Pelikane sind Baumbrüter. Im Frühjahr bauen sie in den Mangroven ihr Nest und brüten ihre Eier aus. Braunpelikane mögen die Sonne und das Meer. In Florida gibt es jede Menge davon. Deswegen bin ich hierher geflogen. Los geht die Suche nach Pelikanen. Oh, guck mal, genau den habe ich gesucht. Hier, das ist ein brauner Pelikan und obwohl der in den Mangrovenwäldern beheimatet ist, ist es kein Zufall, dass der hier ist. Am Hafen landen nämlich immer ein paar Fischreste von Anglern und Fischern im Wasser. Danach halten die Vögel ständig Ausschau. Ich bin hier mit Sabine verabredet, die kennt sich mit braunen Pelikanen richtig gut aus. Ich schau mal, wo die ist. Ah, hallo Sabine. Oh, hallo Anna. Hi. Was hast du denn da? Ich habe hier eine Angelschnur und einen Angelhaken. Oh, okay. Was machst du damit? Die sammle ich ein, weil einige Fischer die einfach liegen lassen. Und die Vögel können sich daran verletzen. Zum Beispiel ein Pelikan, der kann das unter die Haut bekommen und dann könnte an der Blutvergiftung sterben. Oh je, das wollen wir natürlich nicht. Dann helfe ich dir mal einsammeln, würde ich sagen. Das ist super nett von dir. Ja, gerne. Oh, der ist aber echt fies. Weg mit dem Zeug. Oh, hast du einen gefunden? Ja. Oh, Mensch. Boah, das ist ja schon einiges. So viel findest du jeden Tag? Ja, und ich alleine sammle nicht nur, sondern viele Leute sammeln jeden Tag die Angelhaken. Aber schau mal, hier ist die Box, wo die Fischerleute normalerweise die reintun. Okay. Und so wird kein Pelikan oder ein anderer Vogel verletzt. Super. Anna, ich nehme dich jetzt mit zu unserer Rettungsstation und zeig dir mehr Pelikane. Ja, gern. Super. Sabine hilft in einer Vogelstation aus. Eine tolle Sache. Sag mal, Sabine, wo sind wir denn hier eigentlich? Was macht ihr hier? Also, wir sind eine Rettungsstation für Vögel. Mhm. Das heißt, rettet unsere Seevögel, unsere Station. Und wir haben zurzeit 200 Vögel hier, über 70 Arten. Und unser Anliegen ist wirklich, die Vögel aus der Gefahrensituation herauszubringen. Zum Beispiel ein Autounfall oder ein Angelhaken, der im Flügel steckt. Denen dann zu helfen, zu gesunden und den dann auch wieder in die Natur zu entlassen. Okay, dann würde ich jetzt am liebsten gleich mal die Pelikane sehen. Ja, komm, lass uns da hingehen. Ja. Zurzeit hat Sabine 18 Patienten mit unterschiedlichen Verletzungen an den Flügeln, Schnäbeln oder Augen. Ein besonderer Pelikan ist hier Stammgast.
Und hier vorne ist gleich einer. Ja, ja, das ist Sweet Pea. Der ist ganz zahm. Sweet Pea, warum ist er so zahm? Der ist hier geboren und leider hat er einen Schaden an seinem Flügel. Oh ja, schaut mal hier am Flügel, man sieht es ganz eindeutig, er hat da irgendwie was. Ja. Das heißt, er kann auch nicht mehr in die Wildnis raus. Leider nicht. Sweet Pea ist seit seiner Geburt an den Menschen gewöhnt und hat keine Scheu vor uns. Er ist ganz schön frech und will die Kamera anknabbern. Aber auch dieser komische Stab vom Tonmeister sieht sehr schmackhaft aus. Mal probieren. Naja, Fisch ist das nicht. Sag mal, Sabine, die heißen ja Braunpelikane, aber braun sehen die für mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Die sind eher grau, oben haben sie so ein bisschen gelb, aber braun kann ich eigentlich nicht entdecken. Da hast du absolut recht. Also wir haben, wenn die geboren sind, dann sehen die ziemlich grau aus eigentlich. Grau mit so ein paar weißen Sprenklern. Und der im Augenblick, der ist ein erwachsener Pelikan und der tauscht ungefähr im fünften Lebensjahr sein Federkleid. Und du kannst ja sehen, der hat den schönen gelben, weißen Kopf dort. Ja. Und der ist nur braun, wenn er in die Brutzeit kommt. Also wenn er im Grunde genommen sein Nest baut und einen Partner sucht, dann hat er diesen braunen, schönen Streifen hier am Hals. Und das könnt ihr an diesem Pelikan sehen. In der Regel wechseln sie ihre Farbe im Frühjahr. Den braunen Streifen behalten sie etwa 2 Monate lang. Nach der Brutzeit färbt sich der Hals wieder weiß. So, und wie kann ich euch jetzt helfen? Können wir irgendwas machen? Ja, also wir können das Schwimmbecken säubern hier. Das müssen wir jeden Tag machen, damit die halt sich da wohlfühlen. Und dann müssen wir auch noch schön richtig sauber machen, schön durchhaken hier. Putzen, alles klar, dann los. Okay. Weg mit dem Dreck. Pelikankot hat einen unverwechselbaren Geruch. Gar nicht so einfach. Ganz schön zäh, die Kacke. Mhm. Riechst du das? Es riecht richtig nach Fisch. Boah. Tja, aber ist ja auch kein Wunder, die fressen auch den ganzen Tag nur Fisch. Unter der Aufsicht von Sweet Pea schrubben wir das Schwimmbecken ordentlich sauber. Gerade im Wasser können sich viele Keime und Bakterien bilden. Oh. Ganz schön anstrengend. Das finde ich auch. Warum ist denn das eigentlich so wichtig, dass wir hier so ordentlich schrubben? Das ist, weil die Pelikane, die pupsen ja hier rein. Das ist ja das Schwimmbecken von denen. Und da sind ja auch Bakterien drin. Und damit sich nicht gegenseitig anstecken, müssen wir es halt jeden Tag ordentlich sauber machen. Okay, das ist also wie im Krankenhaus. Wenn da viele Kranke aufeinander sind, dann muss man ordentlich sauber machen und desinfizieren, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken. Die Vögel sollen ja schließlich gesund werden. Jetzt brauche ich frisches Wasser. Aber Sweet Pea steht wortwörtlich auf dem Schlauch. Hey, Herr Pelikan, ich muss da jetzt leider mal ran. Kannst du mal ein Stück beiseite gehen? Der Vogel denkt sich, die hat ja einen Vogel. Bitte? Komm. Nix zu machen. Probier's mal so. Ich bräuchte den Schlauch kurz. Danke. Sehr höflich, der Herr. Und jetzt Wassermarsch. Pelikane sind ja Wasservögel. Die freuen sich bestimmt riesig über frisches Wasser zum Planschen. So Leute, die Schwimmparty kann losgehen. Los, Herr Pelikan. Alles fertig. Aber Sweet Pea zuckt nicht mal mit der Wimper. Auf geht's, Herr Pelikan. Alles bereit. Ein wasserscheuer Pelikan? Komm, geh mal schwimmen. Geh mal schwimmen. Ein Pelikan schwimmt eben nur, wann er will. Er spielt lieber mit dem Wasser. Ich muss ganz schön auf meine Finger aufpassen. Na gut, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich ihn reinlocken kann. Und zwar mit Fisch. Und schon ist der Vogel drin. So, hier kommt die nächste Ladung. Woo! Ja, es gibt Fisch, Freunde. Frischer Fisch, frischer Fisch. Sweet Pea ist echt ein schräger Vogel. Statt ihn zu fressen, spielt er mit dem Fisch. Und der nächste, hui, ja. Ein Fisch ist auf einem Pelikanrücken gelandet. Aber auch der findet einen hungrigen Schnabel. Die Futterparty ist in vollem Gange. Nur ein Vogel steht einsam daneben. Okay. Anna, ich möchte dir einmal kurz das zeigen. Den müssen wir die Fische direkt im Mund legen, weil der ist komplett blind. Oh je. Das sieht ganz schön fies aus. Wie ist das passiert? Da war eine Ölkatastrophe in den 80er Jahren und dann haben sie die mit Chemikalien gewaschen und dadurch hat er sein Augenlicht verloren. Aber der lebt schon sehr lange hier und ist auch schon ganz
Ein Oldtimer. Das heißt, er würde in der Wildnis so nicht zurechtkommen. Nee. Oh, gut, Anna. Super. Jetzt hat er. Ja, come on. Er legt sich den so richtig zurecht im Schnabel und dann seht ihr, wie er hier runter geht? Das kann man richtig gut sehen in dem Kehlsack. Jetzt sind alle gut versorgt. So, letzter Fisch. Lasst es euch schmecken, Freunde. So, während die essen, wollte ich dir mal unsere Krankenstation zeigen. Da wartet ein Patient auf uns. Oh, super, kommt mit. Wir haben hier einen Pelikan, der ist gerade ganz neu reingekommen zu uns in die Station. Wir machen jetzt gleich einen Routinecheck und wie du sehen kannst, hat er ein verletztes Auge. Schutzhandschuhe sind dabei Pflicht. Ihm wird jetzt die ganze Zeit der Mund offen gehalten. Hat das einen bestimmten Grund? Oh, das ist eine super Frage. Ja, der hat keine Nasenlöcher, weil der taucht ja auch. Und deswegen, wenn er Nasenlöcher, dann wird das ganze Wasser ja in seinen Bauch reinlaufen. Deswegen hat er keine Nasenlöcher. Und deswegen müssen wir immer einen Finger dazwischen halten, damit er atmen kann. Ah, das heißt, er atmet nur durch den Mund. Das heißt, er riecht auch nichts? Nein, der riecht nichts. Praktisch, denn er isst der Fisch und es stinkt ganz schön. Das stimmt. Okay, wir schauen jetzt mal ins Maul, weil wir sicher gehen müssen, dass er nicht auch noch einen Angelhaken verschluckt hat. Was da auf und zu geht, ist die Luftröhre. Da strömt die Luft rein. Beim Fischen macht der Pelikan die Röhre dicht, damit kein Wasser in den Magen dringen kann. Unter dem Schnabel hängt der sogenannte Kehlsack. Der Kehlsack ist, ich weiß gar nicht, wie Gummi fast, ja? Also er ist richtig dehnbar und da passt auch einiges rein. Das zeige ich euch jetzt mal. Nicht nur 1 Liter Wasser, nicht 2 Liter Wasser, nicht 5 Liter Wasser, sondern 10 Liter Wasser passen in so einem Kehlsack. Gut, jetzt kontrolliere ich mal die Augen. Er hat ja ein blindes Auge und das sieht man hier auch. Dieses Auge ist ganz in Ordnung. Man sieht die Pupille. Ab und zu schiebt sich eine weiße Haut über das Auge. Das ist die sogenannte Nickhaut. Eine Art Scheibenwischer, der das Auge schützt und sauber macht. Und auf der anderen Seite, wo er blind ist, da ist es ganz schwarz. Okay, Anna, jetzt prüfen wir mal den Hals. Müssen wir den mal ordentlich strecken, dass da keine Entzündung drin ist und dass wir auch sicher gehen können, dass da kein Angelhaken drin ist oder dass er sich was gebrochen hat oder so. Okay. Pelikane haben 17 Halswirbel. Zum Vergleich, wir Menschen haben nur 7. Der fühlt sich ganz toll an. Ich kann es ja leider durch die Handschuhe nicht so richtig fühlen, aber es fühlt sich so an, als wäre er richtig schön weich und er ist auch ganz warm. Ich darf jetzt mal den Flügel aufspannen. Wow, wow, der wird immer größer. Wow, schaut mal. Ich kann mir vorstellen, wenn da Wind runterkommt, dann kann der sich richtig schön gleiten lassen. Wow, tolle Federn, guckt mal. Also ihr seht mal, es ist eigentlich noch mehr als eine Armlänge von mir. Es ist schon ordentlich. Er hat also eine Spannweite von 2 Metern oder so. Ja, 2 Meter. Wow. Der Pelikan ist ein sogenannter Ruderfüßer. Schaut mal hier, kann ich mir mal den Fuß anschauen? Da sieht man die Schwimmhäute richtig schön dazwischen, zwischen seinen 4 Zehen. Die Schwimmhäute braucht er auch, denn damit startet er aus dem Wasser. Auf festem Untergrund kann sich ein Vogel abstoßen, im Wasser nicht. Pelikane haben da einen Trick. Mit ihren Ruderfüßen schlagen sie beim Start gleichzeitig auf die Wasseroberfläche. Dank der Schwimmhäute sinken sie dabei kaum ein. Nach ein paar Metern heben sie ab. So, Untersuchung vorbei. Ich mache natürlich noch ein Foto mit dem Patienten. Wow! Und für euch gibt's die nächsten Infos. Das hier ist ein Brillenpelikan, die einzige Pelikanart, die in Australien beheimatet ist. Warum der so heißt? Achtet mal auf die schönen gelb-schwarzen Ringe an den Augen. Die sehen aus wie eine aufgemalte Brille. Die Vögel haben ein schwarz-weißes Federkleid und einen rosafarbenen Schnabel. Ihre Flügelspannweite bis zu 2,5 Meter breit. Die Brillenpelikane leben in großen Kolonien mit bis zu 2000 Tieren zusammen. Sie sind sehr gesellig. Gemeinsam jagen sie Fische. Aber nicht nur die. Ihnen ist alles recht, was in den Schnabel passt. Möwen und sogar Schildkröten.
Solltet ihr also mal in Australien sein, dann macht die Augen auf. Die Chancen, Brillenpelikane zu beobachten, stehen gut. Gefährdet sind die tollen Wasservögel nicht. Sabine und ich verlassen die Rettungsstation. Dann geht's jetzt auf hohe See. Los geht's. Unsere Mission? Pelikanpatrouille. Alright, let's go! Das bedeutet, wir suchen Tiere, die verletzt sind und Hilfe brauchen. Gleich hinter dem Hafen entdecken wir einen Pelikanschwarm. Wir folgen den Vögeln und finden sie auf einer Sandbank wieder. Oh, schaut mal, da haben sich jetzt ganz schön viele Pelikane und Kormorane angesammelt. Das sind bestimmt 30, 40, das ist ja Wahnsinn. Alle auf der Sandbank. Hat das einen bestimmten Grund, dass die alle da sind? Also die ruhen sich vom Fischen aus. Und das können sie natürlich auch im Wasser. Aber das ist natürlich etwas kälter. Und es ist einfach mehr angenehmer, dass sie sich da einfach ausruhen können. Und auf dem Wasser müssen sie natürlich auch aufpassen. Von unten können immer Feinde kommen. Mhm. Da ist so eine Sandbank super. Genau. Und außerdem haben die hinten am Po eine Fettdrüse. So wie unsere Enten. Ah, okay. Und mit diesem Fett schmieren die sich ein. Das heißt, um ihre Flügel und Federn vor dem Wasser zu schützen, auch somit vor der Kälte. Ah, dann sind die also wasserdicht. Dann sind die wasserdicht. Das ist ja praktisch. Die Pelikane fliegen weiter. Wir auch. Plötzlich sehe ich einen Vogelschwarm in der Luft. Sind das auch Pelikane? Ja, tatsächlich. Es handelt sich aber um eine andere Art. Boah, schaut mal. Seht ihr diese Riesengruppe an weißen Pelikanen? Die heißen bei uns Nashornpelikane. Die werden viel größer als der braune Pelikan. Die werden sogar bis zu 1,70 Meter hoch und bekommen eine Flügelspannweite von 3 Meter. Da reicht meine Armlänge hier überhaupt nicht mehr aus. Die Nashornpelikane kommen gerade aus Kanada. Da leben sie den Rest des Jahres. Nur wenn es dort zu kalt wird, fliegen sie in den warmen Süden, um Fische zu jagen. Sie gelten aber als sehr scheu und vorsichtig. Cool, wie nah die uns ranlassen. Sie sind zwar skeptisch und halten sich bereit, um wegzufliegen, aber wir sind trotzdem richtig nah dran. Cool. Vielleicht sind sie nach der langen Reise einfach zu müde, um vor uns davon zu fliegen. Unsere Kontrollfahrt führt uns zum Hafen zurück. Den Pelikanen und anderen Wasservögeln scheint es allen gut zu gehen. Auf einem Steg finden wir einen Angelhaken. Der hat hier wirklich nichts verloren. Tierschützerin Beth und Captain Katie entfernen das gefährliche Teil, bevor sich ein Vogel daran verletzen kann. Der Angelhaken hier ist eine große Gefahr für die Pelikane. Wenn er den verschluckt, dann wird er daran sterben. Deswegen haben wir jetzt hier einige weggemacht. Nicht nur der Haken, auch die reißfeste Schnur ist gefährlich. Vögel können sich darin verfangen und ersticken. Wie Pelikane darunter leiden, sehe ich gleich mit eigenen Augen. Jetzt haben wir hier einen Pelikan gefunden, der wirklich schwer verletzt ist. Er hat einen Angelhaken im Fuß. Wenn wir den nicht rauskriegen, dann muss er sterben. An der Seite hängt die Angelschnur herab. Wir müssen ihm helfen. Beth versucht, ihn einzufangen. Eine schwierige Aufgabe. Mit Fisch lockt sie ihn an. Aber das Tier ist verängstigt. Auf die Leckerbissen stürzen sich dafür andere Artgenossen. Sie streiten sich regelrecht um die Fische. Der verletzte Pelikan schaut nur zu. Am Bein sieht man den Angelhaken, der sich durch die Haut gebohrt hat. Er hält Abstand. So wird Beth den Vogel nicht fangen. Beth versucht das Ganze jetzt noch mal von Land aus, weil die Vögel sich dann einfach wohler fühlen und sie glaubt, sie damit näher anlocken zu können. Ich hoffe, es klappt, denn es wäre wirklich wichtig, dass wir diesen Vogel kriegen, sonst kann er wirklich nicht überleben. Am Hafen werden die Vögel oft gefüttert. Dort sind sie weniger scheu und kommen vielleicht in Reichweite des Keschers. Aber welcher war es nur? So sah er nicht aus. Er war graubraun. Immer mehr Pelikane versammeln sich um Beth, die einen geeigneten Platz für den Einsatz gefunden hat. Dann geht alles ganz schnell. Ein Pelikan zappelt im Netz. Volltreffer. Oh, sie hat ihn. Ein paar Handgriffe und der Haken ist entfernt. Ist er sonst noch verletzt? Wenn wir ihn jetzt schon mal hier haben, dann untersuchen wir ihn noch mal genauer und schauen, ob er vielleicht irgendwie eine Entzündung im Hals hat oder ob er irgendwas drin hat. Der Rachen sieht gut aus. Kein weiterer Haken. Ich darf ihn jetzt halten. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil die sind ja relativ stark. Mal gucken. Ich muss mich hinsetzen.
Beth zeigt mir den richtigen Griff, damit ich dem Vogel nicht wehtue und er mir auch nicht. Gleich ist er wieder frei. Oh, es ist so warm wie eine Wärmflasche. Okay, I got him. Gut, ich lasse ihn jetzt wieder frei. Ganz vorsichtig lasse ich erstmal die Füße auf den Boden. Okay, sehr gut. Oh. You did a great job. Oh, ich bin jetzt so froh, dass es geklappt hat und dass es ihm auch gut geht. Er ist gleich zurückgeflattert. Das ist ein gutes Zeichen. Er hat keinen Angelhaken und wir sind glücklich, denn jetzt kann er ganz unbeschadet weiterleben und alles hat gut geklappt. Super. Puh. He was so big and you were so small. You did a good job. Oh, ich war so aufgeregt. Pelikane zählen zu den tollsten Wasservögeln überhaupt. Sie gehören hoch in die Lüfte. Aber es gibt immer wieder rücksichtslose Menschen, die die Tiere in Gefahr bringen. Darunter leiden die Vögel täglich. Davon werde ich heute noch ein weiteres Mal Zeugin. Und jetzt mein Blog, da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Den Blog gibt's auch im Internet. In einer Rettungsstation für Seevögel lerne ich den frechen Pelikan Sweet Pea kennen. Beim Füttern geht es ordentlich zur Sache. Ja, es gibt Fisch, Freunde. Frischer Fisch, frischer Fisch. Oh. Aber ein Pelikan ist blind und muss per Hand gefüttert werden. Oh, gut, Anna. Super. Jetzt hat er. Ja, come on. In der Krankenstation mache ich ein Foto mit einem Patienten. Auf Pelikanpatrouille entdecken wir seltene Nashornpelikane. Cool, wie nah die uns ranlassen. Dann finden wir leider einen Pelikan mit verletztem Bein. Er hat einen Angelhaken im Fuß. Wenn wir den nicht rauskriegen, dann muss er sterben. Tierschützerin Beth lockt ihn an und fängt ihn ein. Ich darf ihn dann wieder freilassen. Oh. Oh, ich bin jetzt so froh, dass es geklappt hat und dass es ihm auch gut geht. Super. Essenszeit auf dem Meer. Eine ganze Schar an Seevögeln hat einen Fischschwarm entdeckt und macht sich über ihn her. Beim Stoßtauchen stürzen sich die Pelikane und Kormorane immer wieder aus 10 bis 20 Meter Höhe ins Meer und schnappen nach den Fischen. Aber die Vögel sind nicht die einzigen Jäger. Zwei Angler hoffen auf fette Beute. Ohne Rücksicht auf die Vögel werfen sie die Angeln direkt in den Schwarm aus. Plötzlich ist es geschehen. Ein Pelikan hängt am Haken. Jetzt ist genau das passiert, wovon wir euch immer berichtet haben. Ein Angler hat wirklich den Pelikan mit seiner Angel direkt erwischt. Der Haken ist irgendwo hängen geblieben und er hat sich vermutlich verletzt. Der Angler kann den Pelikan befreien, aber die Wunde könnte sich entzünden. Niemand weiß, was mit dem Tier geschehen wird. Das passiert den tollen Tieren hier leider immer wieder. Deswegen ist es auch so wichtig, ihnen zu helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Tschüss! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Anna!